Allianz für Deutschland vereinten Vorsitzenden. Ich habe mich an dieser Zählerei nach Tagen nie beteiligt. Wissen Sie, wenn ich mein Leben überblicke, meine Herkunft, mein Elternhaus, meine Eltern, mein Vater war ein kleiner Finanzbeamter, wie man zu sagen pflegt. Ich habe großartige Eltern gehabt. Wir haben im Dritten Reich erlebt, dass meine Eltern waren gegen die Nazis, dass es uns vor allem auch wirtschaftlich, finanziell nicht besonders gut ging, gar nicht gut ging, es war ein karger Haushalt. Aber ich bin dann meinen Weg gegangen, aber an meiner Wiege stand nicht, dass ich Bundeskanzler werde. Und alles, was Sie da gelegentlich lesen, wie weit man das schon früh entdeckt hat, ist alles Blödsinn. Und ich bin der Bundeskanzler geworden, habe versucht, meine Pflicht zu tun. Wenn Sie mir gesagt hätten vor 14 Jahren, du bist in 14 Jahren noch Bundeskanzler, hätte ich Sie schlicht für verrückt erklärt. Damals standen ja die meisten Prognosen, nach einem halben Jahr ist er verschwunden. Also, ich habe da keine besondere Möglichkeit, an diesem Tag zu sagen, jetzt habe ich dies oder jenes erreicht. Und ihn finden, unsere Chancen sind gut, wenn wir Augenmaß und Absage an radikale Lösungen. Also seine Stärke ist erstens, dass er ein sehr fleißiger Politiker ist. Er ist morgens der Erste im Büro und verlässt es auch als Letzter. Zweitens ist, dass er es verstanden hat, Leute um sich herum zu sammeln, die sich mit ihm absolut solidarisch fühlen und die mit ihm zusammen durch dick und dünn gehen. Und dann glaube ich, dass er nie die Nähe zum Volk verloren hat. Alles dieses zusammen hat ihn stark gemacht in seiner Position. Und ich glaube, dass er sicherlich auch noch einige Jahre vor sich hat. Nicht abgeholt. Das ist